Ein jutastisches Hallihallo, Hallöchen, meine Lieben, und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Jurassic Park The Game. So, in der letzten Folge, da sind wir nun in Episode 2 direkt hineingerutscht und nun rückt hier gerade die Kavallerie an, denn wir wollten ja immer noch die letzten Überlebenden mit dem Harding und seiner Tochter und der anderen netten Dame und der Ärztin und so, wollten wir ja eigentlich befreien und von der Insel schaffen. Doch hier scheint einiges schiefgegangen zu sein. Ihr hattet mich auch freundlicherweise, vielen lieben Dank, darauf hingewiesen, dass diese Dinos mit diesen leuchtenden Augen vielleicht ja doch keine Velociraptoren sind, denn die sind anscheinend schon so ein bisschen kleiner und etwas anders, denn hier werden ja Leute gebissen, das haben wir ja auch gesehen, und die bekommen dann eine sehr merkwürdige, einen merkwürdigen Gesundheitszustand. Also die scheinen vergiftet zu sein und dementsprechend vielleicht erwartet uns ja hier eine ganz neue Dino-Art. Vielen lieben Dank für den Hinweis. Und wir werden jetzt mal fragen, was stimmt mit dir eigentlich nicht? Komm schon, Mann, was zum Teufel stimmt nicht mit dir? Sie sind überall, sogar jetzt. Sie beobachten uns. Wir müssen... Oscar, wir müssen rausfinden, was mit Vargas passiert ist. Ihm irgendwie helfen. Vergiss es. Er ist verrückt geworden. Die Sicherheitszentrale. Vielleicht ist was auf dem Bänder. Durchhalten, Vargas. Genau. Stirb hier nicht 1000 Tode, bitte. Ach, wir lassen ihn einfach zurück. Da ist noch ein Überwachungsmonitor. Vielleicht findest du was auf den Videobändern. Wir sollten gehen. Wir können ihn doch nicht einfach so zurücklassen, Mann. Wenn wir rausfinden, was passiert ist, können wir ihm vielleicht helfen. Ihr habt ihn ja schon zurückgelassen, aber gut, okay, was soll's. was ich so ein bisschen schade finde, also ich liebe das Spiel, also ich liebe sowieso Juju Park und deswegen ist das hier halt, so ein ultimativ mega tolles Game einfach, aber es ist halt so, dass ich das so ein bisschen traurig finde, dass das Ganze immer nur eine Dialogoption mehr oder weniger für mich bereithält. Also ich würde so gerne, ich würde so gerne mehr hören, mehr auswählen, aber irgendwie habe ich immer nur eine Möglichkeit. So, dann gucken wir mal. Machen wir erstmal die Kamera 1. Ich schätze, diese Kamera war länger nicht in Betrieb. Captain Obvious, wie kommst du nur darauf? Okay. Okay, Team Bravo ist für höchstens 30 Minuten hier angekommen. Schauen wir uns das hier mal an. Nichts. Okay, das ist doof. Dann machen wir mal X. Spulen wir mal zurück. Auch irgendwie nichts los hier. Naja, okay. Dann, last but not least, gucken wir mal hier. Siehst du das da? Was ist das? Keine Ahnung. Aber schau dir das mal an. Wer zum Teufel ist das? Ich schätze, das sind die Hardings. Also ist die Frau da gerade mit unserer Kohle abgehauen. Wir müssen los. Die Cap, schmeiß den Motor an. Wir heben ab. Rettet ihn? Fragezeichen. Okay, dann, ja, warum auch? Wieso sollten wir das tun? Da sind die Hardings. Glaube ich jedenfalls, ja. Hören Sie mir doch zu. Wer auch immer Sie sind, Sie müssen uns zum Besucherzentrum zurückbringen. Sie haben ja keine Ahnung, was hier draußen los ist. Ich kenne mich hier aus. Ich brauche Sie nur, um uns vor diesen Kreaturen zu beschützen. Tatsächlich? Und wie soll ich das bitte anstellen? Die Elektrozäune sind aus. Die Dinosaurier können frei auf der Insel herumlaufen. Niemand ist hier sicher. Inselrettungsteam Alpha an Dr. Jerry Harding. Das Besucherzentrum wurde offenbar angegriffen. Der Wenn Sie immer noch da draußen unterwegs sind, wir ist, versuchen... Wir vielleicht versuchen, eine Spur zu hinterlassen. Jess, das reicht. Wenn Sie wollen, dass wir uns von den gefährlichen Raubsauriern fernhalten, muss ich wissen, wo wir hingehen. Norden. Nach Norden? An die Küste, warum? Geht Sie nichts an. Sie sind verletzt. Lassen Sie mich helfen.
Largate! Wir machen hier kurz Pause. Wenn wir anhalten, muss ich ein Feuer machen. Das hält die Dinosaurier fern. Meinetwegen. Bleiben Sie in Sichtweite. Die ist ganz schön undankbar dafür, dass ich ihr das Leben gerettet habe und sie verarztet habe. Siéntate. Selber, was du auch immer gerade gesagt hast. Kann ich irgendetwas tun? Bleib in der Nähe. Okay. Okay, ja, also sehr undankbares Weib, muss man einfach mal sagen. Also ich meine, ich habe mein Leben riskiert, um sie zu retten. Und das ist ihre Art, dankbar zu sein. Ach. Hey Dad, hier drüben sind ein paar Eier. Sind die vielleicht von Dinosauriern? Eier? Nein, auf der Insel leben doch nur Dinosaurierweibchen. Lass sie trotzdem in Ruhe. Wir haben schon genug Probleme. Da brauchen wir nicht noch eine wütende Vogel- oder Echsenmutter. Tja... Aber die Dino-DNA wurde ja mit ganz spezieller anderer DNA gemischt. Und wenn man da auf ein paar Beispiele zurückgreift, na ja, vielleicht sind das doch keine Echsen-Eier. Doch eigentlich schon Riesenechsen. Diese Pflanze sieht komisch aus. Hey, bleib in der Nähe. Entschuldigung. Hey Dad, sind diese Beeren essbar? Wahrscheinlich nicht. Am besten halten wir uns von allem fern, was wir hier finden. Okay, ist ein bisschen traurig, aber gut. Nima Funkgerät. Ah, Nima! Sie heißt Nima! Ich glaube, das hattet ihr mir auch mal in die Kommentare geschrieben. Ich dachte, ihr verarscht mich. Ich dachte so, hä? Wirklich? Jetzt, woher wisst ihr das? Okay, wartet mal, bevor wir da Nima ansprechen. Endlich weiß ich, wie du heißt. Meine Güte. Was haben wir da noch? Ah, Spuren von Dinos. Dad, hier sind ein paar frische Dinospuren. Ganz kleine, wie von einem Huhn. Wahrscheinlich nur ein Compsognathus. Ich habe viele unterwegs gesehen. Keine Sorge, sie sind relativ harmlos. Sind diese Beeren essbar? Ich hab Hunger. Diese Pflanze ist giftig. Schon eine Handvoll von ihren Beeren kann einen erwachsenen Mann töten. Aber sie sehen so lecker aus. Nur ein paar werden mir bestimmt nicht schaden. Jess! Gott, ist sie doof. Also teilweise ist sie echt ein bisschen doof. So, haben wir noch andere Orte, an die wir reisen können? Nein. So, dann würde ich einfach mal sagen, das Funkgerät, so werden wir wahrscheinlich nicht in die Hand bekommen. Sprechen wir einfach mal übers Rettungsteam. Also, warum wollen Sie nicht mit dem Rettungsteam mitkommen? Sind Sie eine von diesen radikalen Umweltschützern oder so? Hat InGen vielleicht eine Akte über Sie angelegt? Die haben Besseres zu tun, als Akten über Leute wie mich anzulegen. Geht's Ihnen wirklich gut? Der Biss sah ziemlich schlimm aus. Normalerweise arbeite ich mit Tieren, aber mit erster Hilfe kenne ich mich gut aus. Ich würde mir Ihre Verletzung gern genauer ansehen, wenn Sie mich lassen. Mir geht's gut. Wir müssen die Wunde säubern und verbinden, damit sie sich nicht entzündet. Wenn Sie uns zum Besucherzentrum zurückbringen, kann ich Ihnen Antibiotika besorgen. Hey, Kleine. Ja? Auf einigen dieser Bäume wachsen Früchte, die wie kleine Blaubeeren aussehen. Bring mir ein paar davon. Okay. Jess übrigens. Was? Jess. Ich heiße Jess. Okay, Jess. Bring mir die Beeren. Sie werden mir helfen. Du hast das Zauberwort vergessen. Hallo? Wie wär's mal, wenn man ein bisschen netter ist? Du bist ziemlich still, Dad. So, warte. Ich muss jetzt nochmal gucken. Was haben Sie mit dem Funkgerät gemacht? Warum? Willst du irgendjemanden anrufen? Gerne. Nein, ich hab mich nur gefragt. Musste ich nicht fragen. Ich habe es hier. Ich will's haben. Was? Was? Nichts. Okay, also da kommen wir, glaube ich, nicht ran. Wir müssen bald weiter. Hast du die Bärenzone gefunden? Nö. Tut mir leid, ich gebe mir wirklich Mühe. Okay, ja, ich gebe mir auch unheimlich viel Mühe hier, aber solange sie das Zauberwort vergisst, bin ich da eher... Also wir könnten sie vielleicht auch vergiften, keine Ahnung. Sind das da hinten die Beeren? Nee, eigentlich hatten wir die ja schon, aber irgendwie müsste ich ja jetzt eigentlich zu einem anderen Ort kommen. Ach so, jetzt bin ich eher... Bevor ich auch nur einen Schritt weitergehe, will ich jetzt wissen, warum Sie hier sind und was Sie mit uns vorhaben. Alles wird gut, wenn Sie tun, was ich sage. Das ist eine sehr eindeutige Aussage. Bleib in der Nähe. Hier verläuft man sich schnell. Egal, was Sie von InGen halten, Sie sind diejenige, die uns mit vorgehaltener Waffe durch den Dschungel treibt.
Soll ich jetzt etwa Mitleid mit ihnen haben? Sie marschieren hier ein und denken, sie können tun, was sie wollen, nur weil sie genug Geld haben, um ein paar Politiker zu bestechen. Provozieren Sie mich nicht! Tut mir leid. Sie wissen gar nichts über mich. Wir sind nicht simpatico, comprende? Kein Wort mehr, sonst werde ich sie erschießen und sie den Bestien zum Fraß vorwerfen. Bitte beruhigen Sie sich. Das war doch nicht böse gemeint. Seien Sie einfach still. Okay, ich verspreche es. Nur tun Sie uns nichts. Bitte tun Sie uns nichts. Meine Herren, hat Dine schlechte Laune. Und das, während wir hier mit Dinos zusammen sind. Meine Güte, ich kann das nicht verstehen. Haben Sie eigentlich Familie? Geht Sie nichts an. Ich dachte nur, wenn Sie vielleicht verstehen... Sie lieben Ihre Tochter, nicht wahr? Ja, natürlich. Und Sie würden alles dafür tun, dass sie sicher aufwächst? Ja. Natürlich. Gut, dann tun Sie genau das, was ich sage. Dann werde ich Ihre Tochter auch nicht erschießen. Sie reden mit Jess, als hätten Sie selbst eine Tochter. Stimmt's? Seien Sie still. Denken Sie an Ihre Tochter und Sie werden verstehen, was... Seien Sie endlich still! Okay, gut, Sie haben recht. Ich wollte nur, ich hätte nichts sagen sollen. Okay, ich will doch bloß verstehen. Das müssen Sie nicht verstehen. Tun Sie einfach, was ich sage und alles wird gut. Okay, ich werde... Ganz ruhig. Wir wollen doch alle keinen Ärger, oder? Also ich glaube ja, ich muss sie provozieren. Und dann auf Jess umschalten und ihr vielleicht eins voll irgendwie, weiß ich nicht, über die Rübe geben oder ihr auf jeden Fall das Funkgerät klauen. Ich glaube, ihr ist warm. Keine Dummheiten. Auf gar keinen Fall. So eine Waffe im Arm? Das muss schon wehtun. So, also ich kann sie auf jeden Fall übelst provozieren. So, warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Aber wie schalte ich denn jetzt um? Irgendwie ist das so ein bisschen merkwürdig. Ah, warte mal. Hallo? Verstehst du? Ja? Telepathische Kommunikation, hat das geholfen? Ich glaube, sie weiß genau, was ich will. Okay, dann versuchen wir es nochmal. Sie bringen uns alle in große Gefahr. Sie schulden mir eine Erklärung. Schulden? Sagen. Hören Sie, Sie müssen sich wirklich beruhigen. Sonst wird sich Ihr Zustand noch verschlechtern. Ich will tauschen. Sie sollten sich nicht um meinen Zustand sorgen. Okay, tut mir leid. Tut mir wirklich leid. Ich bin zu weit gegangen. Verdammt richtig. Tut mir leid, ich wollte nur... Bitte beruhigen Sie sich. Bitte. Ich will die ganze Zeit tauschen, aber irgendwie geht das mit dem Tauschen gerade nicht. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Irgendwie kann ich jetzt nicht mehr zwischen Jess und ihm... Hin und her, jetzt kann ich. Hä? Wie genau habe ich das jetzt gemacht? Ah, okay. Das ist irgendwie, das ist sehr merkwürdig. Okay, jetzt weiß ich es, okay. Wegen Ihrer Tochter. Fragen Sie nur weiter. Ja, gerne doch. Tut mir leid. Sie wissen gar nichts über mich. Wir sind nicht simpatico, comprende? Kein Wort mehr, sonst werde ich sie erschießen und sie... Okay, tut mir leid. Ich werde es nie wieder ansprechen. Bitte. Sie hat es nicht mal mitbekommen. Hallo! Hey, ich habe heute 2 Liter Cola getrunken und muss mal dringend pinkeln. Ganz dringend. Geh, aber beeil dich. Okay. Okay, dann gucken wir mal. Warte mal, da hatten wir nicht mehr so schwach. Okay. Aha. Hallo? Kann mich irgendjemand hören? Bitte identifizieren. Over. Hey, hi. Ich bin Jessica Harding. Ich und mein Dad sollten gerettet werden, aber hier ist eine Frau mit einer Waffe. Ich glaube, sie will mit uns nach Norden. Können Sie beschreiben, wo Sie sich befinden? Gibt es Gebäude, Straßen, Orientierungspunkte? Orientierungspunkte. Wald. Nein, eigentlich nicht. Der ganz normale Dschungelscheiß nur. Viele Bäume, viel Erde und so. Hier sieht alles gleich aus. Oh, aber mein Dad hat ein Feuer gemacht. Sie können den Rauch vielleicht sehen, wenn sie... Hey, was glaubst du, was du da tust? Ich wollte nur meinen Freund anrufen. Estúpido! Bitte nicht. Das ist alles meine Schuld. Ich will sie wirklich nicht töten, aber wenn ich muss, dann werde ich keine Sekunde lang zögern. Comprende? Was ich zu verlieren habe, ist viel zu wichtig. Na los, gehen wir endlich weiter. Verdammt, hätte ich sie mal sterben lassen. Oh, aber mein Dad hat ein Feuer gemacht. Sie können den Rauch vielleicht sehen, Hallo? Wenn sie... Was ist passiert? Waren Sie das? Waren das die Hardings? Ja, das Mädchen.
Hat sich nicht gut angehört. Das Mädchen meinte, sie sind nach Norden unterwegs. Also fliegen wir in die Richtung und schauen, was wir finden. Keine Ahnung, Yoda. Vielleicht war das Mädchen im Schockzustand. Ich habe mal eine Studie gelesen. Tu mir einen Gefallen und halt die Klappe. Flieg einfach nach Norden. Gut festhalten, Leute. Das ist es. Siehst du was, Oscar? Kommt mir bekannt vor. Ach ja? Wann warst du denn da? Lange vor deiner Zeit. Okay, dann gucken wir uns jetzt einfach erstmal um. Vielleicht finden wir ja wirklich raus. Keine Spur von ihnen hier. Oh, keine Spur. Oh, ich finde das so cool hier. Guck mal da. Ah, ich sehe da hinten schon den Rauch. Aber gucken wir erstmal an den falschen Stellen. Hat das Mädchen irgendwas von einer Klippe gesagt? Nein, aber sie meinte, sie wäre nach Norden unterwegs. Vielleicht sind sie auf dem Weg zur Küste. Oh, ich liebe diese Musik so sehr. Oh Gott. Keine Spur von ihnen, nur Bäume. So, da hinten ist das richtige Objekt meiner Begierde. Da war nicht Rauch. Dann mal los. Mal gucken, ob wir sie retten können. Auf. Glaubst du, sie geben uns Zeichen? Ich Klar. Dachte, wir hätten es mit einer Geiselnahme zu tun. Was war das? In diese Richtung! Helikopter! Warum zum Teufel sollten sie das tun? Oh weia. Wow! Oh Gott. Tut mir leid. Ich muss mal kurz übernehmen. Okay. Wieso auch nicht? Oh Gott. Jetzt muss ich wieder hier mega schnell A drücken, sonst haben wir das verloren. Oh Gott. Oh Gott, das sind aber so Momente. Na, ich hoffe doch. Ja, warte, vielleicht ist das für Anfänger. Oh mein Gott. Hey. Ich konnte noch gar nicht drücken. Ich hab doch noch gar nicht drücken können. Tut mir leid, komm. Oh nein. Ich muss schon wieder A smashen bis zum geht nicht mehr. Ey, ich konnte noch gar nicht drücken. Wahrscheinlich, weil wir nur noch so wenig Zeit haben. Da oben läuft ja auch der Timer ab. Wahrscheinlich muss ich mich ein bisschen beeilen. Der war nämlich gerade eben kurz vorm Tod, deswegen konnte ich wahrscheinlich nichts mehr machen. Also der Timer war kurz vorm Abnippeln. Kannst du die Kiste landen? Ja, krieg ich hin. Auch wenn ich einmal dafür sterben muss. Ich gebe mein Leben dafür. Yeah! Natürlich wissen wir um die enorme Auswahl an Fluglinien, die Dinosaurier-Sphären durchqueren und danken ihnen, dass sie sich für Yoda Airways entschieden haben. Oh mein Gott. Hauptsache, wir bekommen noch Gold, obwohl wir einmal gestorben sind. Wo sind wir? Wieder auf dem Boden. Jinx, wir haben eh nicht gedacht. Oh Mann. Engine wird stocksauer sein, wenn sie die Rechnung hierfür bekommen. Hätten halt eine Pterodactylus-Versicherung abschließen sollen. Versicherung. Was? Kannst du das reparieren? Klar. Gib mir einen Monat. Du hast eine Stunde. Das Tape im Überlebenskit. Der Dschungel hier ist irgendwie anders. Anders als wo? Für mich sehen alle Dschungel irgendwie gleich aus. Hey, erinnerst du dich? Hey, warte mal. Ich glaube, ich habe was gehört. Vielleicht unsere Überlebenden. Kann sein. Aber die Stelle, an der du das Feuer gesehen hast, ist noch ziemlich weit weg. Außerdem höre ich jetzt nichts mehr. Los, weiter geht's. Ich rieche Rauch. Schau dir das an. Sie sind in der Nähe. Los! Warte. Könnte gefährlich sein. Weiß ich. Dafür habe ich ja die hier. Oscar, ganz klare Anzeichen für ein Lager. Sie waren hier. Müssen nur die Fährte aufnehmen. Okay. Alles klar, ja. Unsere tapferen Helden waren mal hier. Ich hoffe, du isst das Zeug nicht, mein lieber Freund. Keine Spuren, keine abgeknickten Blätter, gar nichts. Okay, dann werden wir jetzt erstmal alles ganz haargenau und sehr, sehr kleinlich untersuchen. Irgendwo hier müssen wir einen Hinweis finden, wo sie hingegangen sein könnten. Hier ist Blut. Das wird ja immer besser.
Ich mag den Kerl hier irgendwie. Keine abgeknickten Zweige. Wenn sie hier entlang kamen, haben sie keine Spur hinterlassen. Aber wahrscheinlich finden wir dort hinten Spuren. Aber ich gucke hier nochmal vorsichtshalber. Hier hat wohl jemand Beeren gepflückt. Aber hoffentlich keine gegessen. Und da hinten ist die letzte Spur. Aha. Hier sind ein paar frische Spuren, Oskar. Ich tippe auf Saurier. Ups. Oh Mann. Das wird bei Mama aber gar nicht gut ankommen. Oh mein Gott! Ach, hallo! Okay. Autsch! Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, aber wer rechnet schon mit einem Dilophosaurus, der da einfach mal aus der Nähe gesprungen kommt? Aber meine lieben Freunde, bevor ich jetzt hier weiter fortfahre, eigentlich wollte ich jetzt nämlich an dieser Stelle nämlich auch einen Cut machen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Jurassic Park The Game und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao!